die immer nach langwierigen Verletzungsproblemen. In diesem Jahr verliefen die letzten 4 World Tour Turniere nicht allzu erfolgreich für dich. In welcher Form befindest du dich aktuell? Ja, gerade seit dieser Woche geht es bei mir wirklich bergauf. Ich merke, dass ich schneller bin, früher in den Bällen bin und auch sicherer bin. Ich hatte überhaupt überlegt, ob ich überhaupt die Turniere besuche, da es mir auch klar war, nach der längeren Verletzung dort keine Top-Leistung abrufen zu können. Aber mir war einfach das Feedback der Wettkämpfe wichtig, um zu wissen, ja, woran es denn am meisten noch hapert, um das mehr fokussiert zu trainieren. Und am Ende bin ich aktuell ganz happy mit meiner Form. Bei der EM vor 2 Jahren bist du als Titelverteidiger in der 2. Runde gegen Jakob Dirsch rausgeflogen. Welche Erinnerungen hast du an das Spiel und wie groß war die Enttäuschung damals? Ja, die EM war direkt nach den Olympischen Spielen, die ja emotional schon auf dem Höhepunkt irgendwo waren, wo ich mir im Einzel viel vorgenommen habe, ins Finale kommen wollte und dann im Viertelfinale knapp an Vladi gescheitert bin. In der Mannschaft dann eine Medaille geholt und kurz danach ist meine Tochter zur Welt gekommen und dann kam direkt auch plötzlich die EM. Also das war für mich kein Problem. War mit zu rechnen, dass die Phase schwer läuft und das habe ich gut verarbeitet und habe dann nach vorne geschaut und es 2017 besser gemacht. Mit welcher Einstellung, mit welcher Zielsetzung gehst du in das Turnier jetzt? Ich gehe ganz entspannt, mache mir nicht zu viel Druck, nicht wie, sagen wir mal, in den letzten 2 bis 8 Jahren bei Europameisterschaften, wo ich unbedingt den Titel holen wollte und es ja auch oft geschafft habe. Ich möchte das Turnier genießen, dass ich 100% fit bin und ich glaube, ja, mit ein bisschen Glück kann es auch mal ganz weit nach vorne gehen. Und wie schätzt du die europäische Konkurrenz ein? Wer sind da eure größten Konkurrenten und welchen Spielern traust du den ganz großen Wurf zu? Wer spielt sich vielleicht in den Vordergrund von Leuten, von denen man es vielleicht jetzt noch nicht erwartet? Eine EM ist immer sehr, sehr ausgeglichen. Das ist anders wie jetzt eine WM oder Olympia. Es hat auch vor 2 Jahren keiner damit gerechnet, dass Leveson das Turnier gewinnen kann. Das war wirklich eine Sensation irgendwo. Aber Leute können sich da schnell in so einen Rausch spielen, da das Niveau sehr ausgeglichen ist. Auch ein Pitchford war bis zum letzten Monat noch hinter 50 dotiert in der Rangliste, gewinnt gegen Malong, gegen mich und kommt wirklich weit. Ist sicherlich einer der heißen Kandidaten mit dem meisten Selbstvertrauen, aber da kommt eine Masse von Spielern, die an guten Tagen da wirklich weit nach vorne kommen können.